Herzlich willkommen bei Altes Wissen für eine neue Zeit. Ich habe euch heute mit herausgenommen auf eine Wiese, die gerade heuer in einer unglaublichen Schönheit erstrahlt, in einer unglaublichen Kraft auch zu spüren ist. Denn der Wiesensalbe, der blüht heuer so häufig und so stark und mächtig, wie ich ihn, glaube ich, in den letzten Jahren überhaupt noch nie wahrgenommen habe. Und ich bin jetzt in den großen Genuss, dass ich inmitten dieses Wiesensalbeis sitzen darf, seine Kraft spüren darf und habe mir gedacht, ich werde euch ein bisschen was über diese ganz besondere Pflanze erzählen, über ihre Heilkraft, aber vor allem über ihre spirituelle, feinstoffliche Wirkung, die auch, glaube ich, der Grund dafür ist, dass der Wiesensalbe gerade heuer so häufig auftritt und uns regelrecht mit seiner Macht und Energie beschenkt. Dieser wunderbare, dunkelviolett blühende Wiesensalbe oder wilde Salbe enthält natürlich einige der Wirkstoffe, die alle Salbearten beinhalten, und auch er wirkt zum Beispiel entzündungshemmend, keimhemmend, ein wenig wundheilend und zusammenziehend. Und man könnte ihn durchaus einsetzen als Heilpflanze bei Halsschmerzen oder Mundschleimhautentzündungen. Doch so ehrlich muss man sein, der Gartensalbe ist etwas stärker in seiner Wirkweise und ich glaube, dass vom Wiesensalbe vor allem die feinstoffliche Botschaft die größere Bedeutung besitzt. Man erzählt allerdings, dass man den Wiesensalbe zu berauschenden Getränken zugefügt hat. Angeblich wirkt er leicht aphrodisierend und erhellend und bringt die Freude zurück in den Körper und auch in den Geist. Schon auf dieser Ebene zeigt er sich ganz wunderbar als Pflanze des Maienfestes Beltane, wo er nicht nur berauscht, euphorisierend wirkt, die Freude und die Sinnlichkeit zurückbringt, sondern wo er auch tatsächlich unsere Sinne schärft und öffnet. Denn seine wunderbar violette Farbe zeigt natürlich schon an, dass er vor allem auf die oberen Chakren wirkt und diese auch öffnet, und so stärkt und steigert er unsere Hellsichtigkeit und unsere Feinfühligkeit. Und dies macht diese wunderbare Pflanze auch auf körperlicher Ebene, wo sie uns wieder mehr spüren lässt, mehr fühlen lässt und Sinnlichkeit regelrecht in jede einzelne Körperzelle hineinholt. Und wenn ihr euch einen guten Salbeiwein gezaubert habt und ganz viel Spaß dadurch erlebt habt, dann könnt ihr auch ein wenig mit dieser Pflanze räuchern, denn wie alle anderen Salbearten wirkt die Räucherung des Wiesensalbeis sehr stark reinigend, sehr stark beschützend, sehr stark klärend, wiederum öffnend auf die oberen Chakren, und auch als Räucherung bringt sie diese Lust und die Lebensfreude zurück, die Leichtigkeit und die Selbstverständlichkeit, dass Leben so geschehen darf, wie es eben geschieht. Es trägt einfach auch die Kraft der Maienzeit in sich, die so voller Lebensfreude regelrecht sprüht und uns auch wieder daran erinnert, dass Lebensfreude eine wichtige und bedeutsame Energie ist. Also räuchert ruhig mit dem Wiesensalbe. Das lasst euch die Freude und die Kraft am Leben einfach wieder spüren. Ja, und natürlich stelle ich mir wie immer, wenn eine Pflanze besonders häufig wächst, die große Frage, warum wächst sie denn so häufig? Und ich glaube, gerade der Wiesensalbe, der blüht heuer wirklich ganz besonders auffallend häufig. Und er ist besonders stark und mächtig und groß geworden. Und das hat immer eine Bedeutung für uns Menschen, wenn eine Pflanze sich als Geschenk regelrecht zur Verfügung stellt und uns nicht nur ihre Schönheit oder ihre Heilkraft schenkt, sondern vor allem ihre feinstoffliche spirituelle Wirkung. Und ich glaube, da ist durchaus erkennbar, dass diese Pflanze mit ihrem wundervollen Violett eine unglaublich transformierende Kraft besitzt. Und das ist schon mal eine seiner Hauptwirkungen auf feinstofflicher Ebene. Er transformiert, und zwar in einer besonderen Leichtigkeit und Kraft. Und er
bewegt damit ganz große Energien. Das heißt, er erhebt auf die nächsthöhere Ebene und er wächst ja da gerade in der Nähe von einem Staudamm. Und da hilft er zum Beispiel auch dieser ganzen Gegend, ihre Energie zu erheben. Wir leben gerade in einer hochtransformierenden Zeit. Ganz, ganz vieles wandelt sich, verändert sich, muss sich verändern, muss sich transformieren, muss erlöst werden. Und der Wiesensalbei ist eine der Pflanzen, die uns da ganz besonders dabei unterstützt. Auf der anderen Seite wächst er genau jetzt zur Maien- und Beltenzeit. Er steht da sehr aufrecht in der Wiese. Er ist eine Pflanze, die männliche und weibliche Kraft auf ganz besondere Art und Weise in sich vereint. Er erinnert uns an das Weibliche in uns, an das Männliche in uns und an die heilige Verschmelzung dieser beiden Energien. Und er erinnert uns auch daran, wenn wir weiblich und männlich Göttin und Gott, Vater, Himmel und Mutter Erde in uns verschmelzen lassen, dass in uns drinnen so etwas wie die heilige Hochzeit geschieht. Dass in uns drinnen dadurch eine Schöpferquelle geboren wird. Dass diese heilige Verschmelzung eigentlich der Ursprung unseres göttlichen Seins ist. Und die Zeit erfordert ja von uns, dass wir uns alle wieder erinnern an unser göttliches Selbst, an unsere Schöpfungskraft, an unser Seelenselbst. Und sie erinnert uns auch daran, dass wir genau so, wie wir gekommen sind, ganz richtig sind. Es geht nur darum, wieder draufzukommen, wer wir sind und warum wir hier sind. Und da hilft uns der Wiesensalbei wunderbar dabei. Er erinnert uns an uns selbst, er bringt uns in Kontakt mit unserer Seele und er lässt die männlichen und weiblichen Energien in uns verschmelzen, aber auch Himmel und Erde. Er lernt uns wieder, was es bedeutet, als Seelenwesen hier auf der Erde in einem Körper zu wohnen. Da erinnert er uns an die Sinnlichkeit im Körper, erinnert es euch. Und ich glaube, um das geht es jetzt gerade ganz viel. Es geht darum, nimmer zu vergessen, was es heißt, hier auf Erden zu leben. Dass es jetzt vor allem darum geht, unsere göttlichen Selbste hier zu verankern, lebendig werden zu lassen, strahlen zu lassen, scheinen zu lassen, dabei immer kräftiger und größer und aufrechter zu werden und diese wunderbaren Energien der Liebe des göttlichen Ursprungs zu halten. Und daran erinnert er uns. Und daran erinnert uns der ganze Mai, denn der fordert uns derzeit jeden Tag aufs Neue auf, aufrecht zu bleiben, in der Liebe zu bleiben, in der Freude zu bleiben, in der Sinnlichkeit zu bleiben, in der Verbindung mit den göttlichen Welten. Das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt, dass die Pflanze auch immer verwendet worden ist, um die Verbindung zu den Göttern herzustellen. Und tatsächlich ist auch das ein Element der Maienzeit des Beltenfestes, dass man sie wieder verbindet mit allen göttlichen Ebenen, mit den Seelenebenen der Pflanzen, mit den Ahnen, mit den Naturwesen. Und dahingehend öffnet uns der Wiesensalbe auch wieder alle Tore, dass wir diese Ebenen erneut spüren. Ich glaube, es ist eine wirklich wichtige und bedeutungsvolle Pflanze dieser Zeit. Ich genieße es jetzt noch ein wenig in dieser Wiese zu liegen und wünsche euch einen schönen Nachmittag und eine wunderschöne Maienzeit. Und viel Freude mit dem Wiesensalbe. Alles Liebe!